Hallo, Thema an der Monte in meinem Kurs war heute vom Kreis über die Kugel zum Apfel. Das ist ein Kreis, klar, kennst du. Und das ist die fertig gezeichnete Kugel, kennst du auch. Aber wie haben wir das nochmal gemacht? Und vor allem, wo hilft mir das, dass ich etwas rund zeichnen kann? Wie halte ich meinen Stift und welche brauche ich eigentlich? Darum geht es heute und das schauen wir uns nun etwas genauer an. An Zeichenmaterial habe ich natürlich ein relativ gutes Papier, das habt ihr auch an der Montessori-Schule. Ich habe einen Flachradierer und einen Punktuellradierer. Die sind wunderbar, wenn man kleine Lichtreflexe einarbeiten möchte oder Konturen korrigieren. Dann habe ich einen Bleistift, 3B und 8B. Wenn es etwas größer radiert werden muss, natürlich einen ganz normalen. Und zum Entfernen von dem Radiergummiwuckeln habe ich jetzt hier so einen kleinen Pinsel. Den nutze ich gerne, weil wenn ich mit der Hand drüber gehe, kann es sein, dass ich mir alles verschmiere. Und dann ist die Arbeit umsonst und man kann nochmal von vorne anfangen. Der Aufbau wird folgender sein. Wir unterlegen eine Kugel mit einem relativ gleichmäßigen hellen Tonwert. Dazu lege ich meinen Bleistift flach auf das Papier. Das heißt also, meine Mine wird hier arbeiten. Meinen Bleistift lege ich hin. Ich nehme ihn so auf und habe ihn auch so in der Hand. Das bedeutet, dass ich nämlich mit dem Zeigefinger sehr gut Druck aufbauen kann bzw. Druck zurücknehmen kann, wenn ich heller oder dunkler werde. Wie zum Beispiel hier. Ich arbeite jetzt hier ganz sachte, habe kaum einen Druck und jetzt lege ich den Druck auf meine Bleistiftspitze und ihr seht, ich werde richtig ziemlich dunkel und so kann ich dann auch Druck wieder wegnehmen, um in den ursprünglichen Tonwert zu kommen und kann mir das Ganze so aufbauen, dass ich einen weichen Übergang habe. Das mache ich jetzt mal hier an der Kugel. Sehr, sehr sachte Arbeiten, weil wir brauchen ja eine helle Seite und eine dunkle Seite, um das rund zu darzustellen. Und ich unterstelle mal, dass von hier das Licht kommt. Da ich aber möchte, dass das auch einen gleichmäßigen Auftrag gibt, empfehle ich, dass ihr euch wie bei einer Orange so kleine Spalten macht. Das zeigt nämlich an, in welche Richtung ihr euren Bleistift bewegt. Das heißt also, auf der linken Linie arbeite ich nach links und auf der rechten Linie arbeite ich nach rechts im Bogen. Und das machen wir jetzt mal. Ganz sachte aufdrücken. Seht ihr, hier werde ich jetzt etwas steiler. Und durch das Schummern hier seht ihr auch schon die Struktur des Papieres. Das werden wir bei anderen Gelegenheiten nutzen. Jetzt möchte ich aber erstmal, dass alles sehr gleichmäßig ausschaut. Deswegen gehe ich nochmal mit dem Finger drüber und arbeite mir auch wieder in die Richtung, die ich brauche, die wir vorher festgelegt haben. Man kann dazu auch einen Papierwischer nehmen, brauchen wir aber nicht zwingend. Das geht mit dem Finger genauso. Jetzt seht ihr auch, ich habe hier mit meinem Finger etwas drüber gearbeitet, das macht aber nichts. Ich kann das ja wieder mit meinem Radiergummi klären. Und dann sieht die Geschichte auch wieder sauber aus.
Das ist also die erste Schicht. Ich mache das jetzt hier nochmal im Schnelldurchlauf, weil ich euch nämlich anhand dieser Kugel den Aufbau von hell nach dunkel zeigen möchte, damit ihr den Unterschied von diesem Tonwert zu dem zweiten und dritten Tonwert besser erkennen könnt. Und leg jetzt mal los. Jetzt nehme ich mein 8B und arbeite von der dunkelsten Stelle aus nach oben. Und je mehr ich zu der beleuchteten Seite komme, umso mehr nehme ich den Druck raus. Ich fange also ganz hier unten an. Ich bin noch etwas steil, weil ich gerne den Umriss etwas genauer haben möchte. Und auch hier ist meine Strichführung angepasst an das, was wir vorhin uns vorgelegt haben. Hier in dem Bereich bleibe ich etwas heller, deswegen kann ich mir auch hier unten und fange jetzt schon an, Druck rauszunehmen, um hier oben wieder in den ursprünglichen Tonwert zu kommen. Und bekomme so einen sanften Übergang. Hier fehlt noch ein bisschen, deswegen lege ich nochmal nach. Das ist jetzt schon relativ gleichmäßig. Ich kann schon erkennen, dass das Ganze runder wird. Brauche jetzt aber nochmal einen weiteren dunkleren Tonwert hier unten. Da, wo das wirklich richtig dunkel ist. Und was ich noch betonen möchte, ist, ihr müsst bei euch nicht so dunkel arbeiten, wie ich das hier tue. Ich mache das, damit ihr das einfach besser sehen könnt. So. Bleibe auch hier konkret an der Kontur. Hier lege ich jetzt wieder etwas Druck rein. Ihr seht, es wird also dunkler. Man muss nicht zwingend sofort mit einem Superdruck arbeiten. Es wird auch automatisch dunkler, wenn ihr da öfter mal drüber geht. Und auch hier ein bisschen weich zeichnen. Und wieder kann man ganz gut die Struktur des Papiers erkennen. Und auch, dass wir jetzt hier eine schöne Rundung haben. Hier darf ich noch etwas konkreter werden. Ja, gut. Jetzt mache ich rundherum meine Arbeitsfläche nochmal sauber. Jetzt mache ich rundherum, wenn ich hier oben Licht habe, dann habe ich hier unten Schatten. Man kann den Schatten wirklich super gut errechnen, brauchen wir aber nicht. Wichtig für euch zu merken ist, dass der Schatten bei einer Kugel etwas verzerrt ist. Und ich lege mir jetzt hier eine Notiz an. Und zeichne mir den Schatten ein. Ihr seht, ich gehe diesmal tatsächlich vertikal. Das reicht, weil ich unterstelle, dass das auf einem Tisch liegt. Ich
brauche jetzt aber hier noch ein kleines bisschen Schlagschatten. Und falls der Schlagschatten dunkler geworden ist als die unterste Seite hier, eure Kugel, dann müsst ihr das hier innerhalb der Kugel nochmal korrigieren. Und die Kugel ist fertig. Theoretisch, wenn ich jetzt mir hier die Oberfläche betrachte, die ich durch die Struktur des Papiers erhalten habe, und ich mache jetzt hier so ein kleines, einfach so ein kleines Sternchen einarbeite, wie bei einer Orange, habe ich schon eine Orange, weil ja auch die Struktur des Papiers der Oberfläche einer Orange entspricht. Aber auch Äpfel haben so eine Oberfläche, und wir haben ja gesagt, wir machen einen Apfel, und den machen wir jetzt. Bei einem Apfel ist es so, dass wir da, wo der Stiel rauskommt, könnt ihr gerne sehen, dass es hier eine Öffnung gibt, ja, weil der Stiel ja, der geht ja dann hier in das zum Kerngehäuse hin vom Apfel, und hier wächst der Stängel raus. Den haben wir jetzt schon mal festgelegt. Und diese Bögen bedeuten auch, hier haben wir eine Rundung zu machen, damit ich unterscheiden kann, welche Form der Apfel hat. Hier oben nehme ich das auf. Ich komme hier eigentlich auch so ein bisschen wieder hier in diese Mitte und entnehme aber hier oben diese kleine Stelle, weil der Apfel ja nicht rund ist. Das gleiche könnt ihr hier unten auch machen, da wo er aufliegt. Nehmt ein kleines bisschen weg von der runden Vorzeichnung und schon haben wir in etwa die Form eines Apfels. Den müssen wir jetzt noch ausarbeiten. Im Prinzip das gleiche wie hier. Hier habe ich die tiefste Stelle. Deswegen, damit ich euch das ein bisschen besser erklären kann, nehme ich nochmal den Tonwert von dem Stängel raus. Hier um den Stängel habe ich die tiefste Stelle. Die Sonne kommt auch von hier. Das bedeutet, hier bin ich hell, aber hier bin ich dunkel, weil sich das ja wölbt. Hier bin ich hell, aber hier bin ich dunkel. Und das tun wir jetzt mal aufbauen. Also ich lege jetzt auch hier wieder einen gleichmäßigen Tonwert an, achte jetzt aber auch auf das, wie der Apfel gewachsen ist. Bleibe also ganz sanft mit meinem Druck. Und arbeite mir hier aber schon dunkler aus, damit ich die Form, die der Apfel hat, auch darstellen kann. Seht ihr, hier bin ich dunkel, hier bin ich etwas heller. Jetzt habe ich hier nur die Möglichkeit, durch etwas dunkel oder hell zu unterscheiden, dass das zwei verschiedene Flächen sind. Deswegen ziehe ich mir das Dunkle tatsächlich hier noch mal etwas hoch und bin jetzt hier wieder etwas heller, und so kann ich dann erkennen, aha, hier geht der Apfel lang. Auch hier bin ich dunkel und das notiere ich mir jetzt. Also dunkel anfangen
Und je weiter ich nach oben komme, Druck rausnehmen und aufbauen. Ich bin jetzt hier hell, weil die Sonne von hier kommt. Deswegen lege ich mir hier den hellen Tonwert an. Und je mehr ich hier rüber komme, umso dunkler darf ich werden. Macht es aber nicht zwingend sofort. Lasst euch Zeit und baut es Stück für Stück auf, damit wir nicht gleich zu dunkel werden und noch etwas Spielraum haben für Korrekturen oder auch, dass wir sagen, okay, wir möchten da jetzt noch eine Delle reinarbeiten. Auch hier wieder achten, auf der Seite von dieser Spalte hier, auf der Seite ist es dunkel, auf dieser Seite ist es hell. Was da jetzt angeflitzt kommt, ist mein Hund. Hier unten sind wir ja auch dunkler. Wie gesagt, nicht gleich zu dunkel anfangen. Lasst euch Zeit. Im Idealfall ist es so, dass der Farbton bzw. der Tonwert eurer Kontur dem Tonwert entspricht, den eure Fläche hat. Also, und wenn das nicht klappt, weil man am Anfang vielleicht zu feste aufgedrückt hat, dann muss man die Kontur ein bisschen reduzieren, mit Hilfe eben eines Radierers. So, hier darf ich jetzt noch etwas kräftiger werden. Und ihr seht, ich arbeite nicht sofort Druck rein, sondern lasse mir die Zeit und baue es Stück für Stück auf. Seht ihr, hier habe ich noch einen Streifen, den möchte ich jetzt noch etwas wegmachen, indem ich von diesem Tonwert langsam in diesen Tonwert übergehe. Hier lege ich noch mal ein bisschen an, um den Wuchs des Apfels ein bisschen zu unterstützen, um es auch etwas malerischer darzustellen. Desgleichen hier. So, und jetzt sind wir hier unten angekommen. Hier werde ich wieder etwas konkreter auch, um die Figur des Apfels hier zu betonen. Jetzt nehmen wir nochmal hier Stängel auf, kleine Korrekturen, wenn notwendig. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ich habe jetzt hier die Kontur dunkler als das Fruchtfleisch. Deswegen gehe ich hier durchaus auch nochmal mit dem Radiergummi rein und korrigiere das. Hier darf man auch nochmal ein kleiner Schatten noch vom. Und schon ist unser Apfel fertig. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen
Schatten. Den machen wir jetzt. Wir haben gesagt, auch der Apfel hat einen leicht verzogenen Kreis. Jetzt lasse ich der Fantasie mal freien Lauf und mache hier noch eine kleine Andeutung der Form hin. Leute, es ist jetzt nicht wichtig, dass der Schatten perfekt ist. Schön ist, wenn er einen bekommt. Und wie man das genau berechnet, das zeige ich in einem anderen Video. Schlagschatten nicht vergessen. Hier bei der Mulde darf es durchaus ein bisschen mehr sein. Im Moment finde ich, kommt es nicht so sehr darauf an, dass etwas perfekt ist, sondern malerisch. Und somit ist unser Apfel fertig. Ich zeige euch jetzt noch Beispiele, wofür ich diese Technik brauche. Eines meiner liebsten Beispiele ist zum Beispiel eine Weintraube. Ich lege mir hier also meine Weintrauben an. Beachte dabei auch, dass ja die Kugeln aufeinander und untereinander liegen. Die hier, die liegt jetzt zum Beispiel unten drunter. Die liegt jetzt hier seitlich von dieser. Hier lege ich eine nach vorne. Hier, diese ist hinter dieser und hinter dieser. Dann lege ich mir noch hier eine hin. Ich lege mir noch eine hier davor. Und vielleicht noch eine hier. Und da haben wir ja dann unseren Stiel. Das Prinzip des Ausarbeitens ist dasselbe wie hier beim Apfel. Ich beginne mal mit der oberen. Ich habe gleich 8B und lege mir hier ganz sachte einen etwas dunkleren Tonwert an. Dunkel deswegen, weil wir unten sind und das Licht wieder von hier kommt. Hier oben bleibe ich etwas zarter und achte auch darauf, dass mein Bleistift sich an die vorgegebene Form hält. Und so arbeite ich mir jetzt hier Stück für Stück aus. Jetzt machen wir mal die hier, die liegt dahinter. Ich fange jetzt mit einem gleichmäßigen Tonwert an, weil ich erst überlegen muss, wo habe ich denn überhaupt Licht und wo habe ich Schatten? Ich habe hier hinter Schatten, weil diese liegt ja hier drauf. Und hier unten drunter habe ich auch Schatten, da diese jetzt davor liegen. Jetzt muss ich hier aber etwas konkreter werden und etwas fester aufdrücken, damit ich diese von dieser unterscheiden kann. Machen wir mal diese hier, die liegt ja unter dieser und unter dieser. Jetzt mache ich diese hier unten drunter, also die oben liegende, mache ich hier noch mal extrem dunkler, damit die sich von dieser hier abhebt. Nochmal ein bisschen nacharbeiten. Seht ihr, jetzt kann ich hier auch wieder etwas dunkler werden.
Jetzt kann ich aber diese nicht von dieser unterscheiden. Deswegen brauche ich auch hier auf dieser Weintraube noch ein bisschen dunkler. Ich muss den Druck rausnehmen, dass ich wieder in den hellsten Tonwert komme. Und so baue ich das Ganze auf. Und das Ganze mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf. So, jetzt habe ich allerdings einen Fehler gemacht, weil bei mir sieht es jetzt so aus, als wenn diese Kugel auf dieser Kugel drauf liegen würde. Das möchte ich nicht, deswegen reduziere ich hier nochmal den Tonwert. Und kann mir das so anpassen, dass die Kugel wieder nach vorne kommt. Das Radieren hat nicht gereicht, deswegen muss ich das jetzt nochmal machen. Auch hier brauche ich wieder etwas Schatten. Lege mir den Schatten jetzt hier wieder in eine vertikale Richtung an. Ihr seht, es ist nichts ausgerechnet. Es muss nicht perfekt sein, sondern einfach nur etwas malerisch. Gut, ein bisschen muss es passen, aber wir müssen jetzt nicht wirklich das Rechnen anfangen. Jetzt kann man hier aber auch, und das machen wir auch gleich noch bei dem Apfel, ich zeige euch das jetzt, wir können das hier so mit diesem Radierer so kleine Highlights mit reinbringen, indem dass ich hier einfach wieder mal ein bisschen was rausnehme. Seht ihr? Und das gleiche kann ich hier beim Apfel auch machen. Und dann hat man das Gefühl, da reflektiert das Licht. Was gibt es noch? Klar, das sind so unauffällige Sachen.
Du brauchst es zum Beispiel bei einem Kirchturm. Da, wo oben die höchste Spitze das Kreuz angebracht ist. Auch hier das gleiche. Hellen Ton werden anlegen. Licht kommt von links und sachte aufbauen. Und dann brauchen wir das zum Beispiel noch bei einem Auge. Und ich zeige dir das Auge jetzt so, als wenn es ein Bildhauer machen würde. Ein in Stein geschlagenes Auge. Haben wir jetzt erstmal das Oberlid. Dann haben wir hier das Unterlid. Die Tränendrüse. Hier haben wir die Augenbraue. Und hier würde dann der Nasenrücken kommen. Das hier ist das, was uns interessiert. Trotzdem zur plastischen Darstellung schnell ein paar Grundlagen. Seht ihr, so kann ich wirklich mit Hilfe von hell und dunkel etwas plastisch darstellen. So. Und jetzt kümmern wir uns um diesen Augapfel. Das Licht ich muss also hier bis hier rüber einen gleichmäßigen Tonwert anlegen. Der dann aber, je weiter er hierher kommt, dunkler wird. Also nochmal. So, und dann wäre hier in etwa die Pupille. Oder aber, wenn du ein kleines Hundchen oder sonstige Figur zeichnen möchtest.
So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das nächste Mal sehen wir uns wieder. Ich möchte ein Dreieck zu einem Kegel formen und von dem Kegel auf die Nase gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!